Jo, Freunde, herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Ich habe jetzt einfach mal Frame Limit auf 59 hier gestellt und ja, Downsampling natürlich V-Sync halt aus, um Tearing zu eliminieren, und das funktioniert ganz gut. Das im Netz gefunden und ja, kein Input Lag. Naja, ich will hoffen, dass das hier nicht mehr jetzt so arg krass weitergeht hier mit diesem Trevor. Dass ich mal wieder eine Folge jetzt von irgendeinem Spiel auch mal wieder, ja, nicht auf 18 schalten muss, ne? Ja. So, jetzt wollen wir mal gucken hier. Soll er mal einsteigen hier? Uns bleibt eigentlich nur dieses C, ne? So als nächste Mission. Wobei, da ist noch so ein Fragezeichen. Ist das wieder Fremde und Freaks, ja? Na komm, dann gucken wir uns das an. Das ist näher dran. Dann wollen wir mal sehen, was da jetzt los ist. Yeah. Das lief ja gut. Ja, mal gucken hier. Worum geht's denn? There you are, handsome. Hello, Maude. How have you been? Oh, simply wonderful. And you? About the same. Somewhere stuck between joyful and peachy. Even in this world full of scum and detritus, it's only right that we all bear our share. Ain't that the truth? Take this poor wretch. On the run, desperate, alone. About to learn the true meaning of suffering, all for a few thousand bucks. Think you can find him for me? Every man has his talents, Maude, and the rigorous administration of justice is one of mine. That's why I love you, Trevor. I'll send you his file. Okay. Will das Gebiet verlassen. Ja, machen wir das. Das ist ja kein Ding, ne? Okay. Kopfgeldmission sind es verfügbar. Okay. Das ist wahrscheinlich dann das T. Ja, gut. Meinetwegen. Ich mag aber erstmal, wobei das ist sogar bei ihm zu Hause, ne? Dann fahren wir doch da wieder zurück und dann gucken wir mal direkt, wie es weitergeht. Fremden Freaks und Folgemission oder so. Ja, es war bisher alles ganz gemächlich hier. Story-Modus. Muss ich ja nichts auf 18 stellen. Wobei das anscheinend auch nicht hilft. In der letzten 18er Folge gab es einen Kommentar und ja, ich gehe auf den Kanal und merke eindeutig an der Stimme, dass das niemand ist, der auch nur ansatzweise 16 ist. Ja, kann ich nichts gegen machen, ne? Wenn da jemand mogelt mit seinem Alter. So unschön wie das auch ist, aber das ist nun mal das Internet. Also meiner Meinung nach haben Leute unter dem Alter von 14 Jahren im Internet einfach nichts verloren und das würde schon vieles einfacher machen, aber ja, das habe ich natürlich nicht in der Hand. What's going on, Ron? They were here for you. Here for you. Who was here? Them bikers. After you killed Johnny Kay. And they damage my stuff, huh? They smash up my home, damage my soul. Look at this. This statue here of impotent rage, this fucking meant more to me than Johnny K meant to anyone, and they smashed it. Those pathetic, midlife crisis, hog-riding, shaven-headed,
fruity leather chapped wearing fucking assholes. Als wenn er selber nicht auch voll durch wäre. Geil. Chapped wearing assholes. Wait, you little shit. Whoa. Hey, Michael fucking Townley, right? Bitch wife, two kids, 45, find him. Los Santos is a big place, Trevor. There's lots of people. You are fucking useless. Huh? Find out who did that fucking robbery, all right? And if Michael Townley lives there, or anyone matching his description, I'm gonna kill you and your fucking cousin. Am I being clear now? Yes, Trevor. Thank you, Wayne. Now smile. Yeah, uh-huh. Right? That's better. Run along. Now, Ron, shall we go? I cannot believe that they fucking destroyed my statue of impotent rage. The cheek, huh? The fucking cheek of it. I gotta swing by ammunition. Go to Sandy Shores Airfield. Check it out. Ja gut, dann fahren wir mal eine Runde Quad, ja. Auch cool. Come in! Come in! I'll come in your ear when I get a hold of you. I'm not buying anything. I need a sniper rifle with a high-power scope. They say they support local business. Well, we're about to find out if that's true. Oops. Hört sich ein bisschen kacke, das Teil, aber gut. Ja, dann gehen wir hier mal rein. Ammunition. Dann schauen wir mal. How you feel about brand synergy, huh? TP Industries. Ammunition. Panzerung. Because you're about to make a corporate gift of a rifle, a high-powered scope. Ja, das kann nicht schaden, ne? Die nehmen wir mal mit hier. Zielfernrohr, Schalldämpfer, Scharfschützengewehr. Ja. That sniper on your wall looks like it'll do the job. Kann ja nur das da nehmen, ne? That's the chestnut. Now I need a scope and a suppressor. They won't hear me coming. Get that look off your face. I know you sold Cletus's gun and he ain't got three brain cells. Bisschen Munition kann nicht schaden. Verbessertes Zielfernrohr, okay. Ja, den Holzgriff, den spare ich mir mal. So, und dann sollte es passen, ne? Direkt auf das Quad, jawohl, ja. Machen wir das. Oh, der kann da drin nicht schnell laufen, ne? Sowas. Jojo. Dann. Run! Run, I got the gun! Meet me at the water tower just north of the airfield. Roger that, Trevor! But you gotta look out! There's bikers all over this airstrip! Of course there are! Two planes are touching down at the field on a weapons run! We're gonna wait till the right time and appropriate them! We are? Yes, we are! Where are you, man? I'm waiting at the water tower! I'm up here. I don't see the hardware. But I do see a hell of a lot of bikers. Up here! Ja, ja, ist doch gut. Ich komm ja. Junge, Junge, Junge. You get a better view from the top. Oh, ich soll jetzt noch weiter hoch, ja. We gotta wait till you can slip in there unnoticed. Should give you the time to plan a route to the gas tank you're rigging up to blow. Ich meine mich jetzt gerade vage zu erinnern an die Mission. Ich bin nicht so der Sniper-Typ eigentlich. Go on, my son. Whenever you get a doubt in your mind, I want you to remember that I'm watching you through the scope of a high-powered rifle. Right, Trevor. Right. Got it. Now, relax. The ATV can only take you so far. Park it and don't let them spot you. Can you see me, Trevor? Here, by the road. Ja, ja, seh dich. You wouldn't believe this, Ron. One of these assholes is having a seizure or something. That's me. Don't shoot!
Well, get a move on! I'm moving! Just keep me covered, okay? Ja, ich gebe dir Deckung. Gehen wir schon hin. Das ist mit einem Auge eigentlich so hier sitzen, ne? Na komm, kriegst einen Kopfschuss hier. Kill, Trevor. You're walking like you shot yourself. Move. Hm. You hear that? I can hear an engine. They'll see that body. Quick, shoot out the lights on the tower above him. Shoot! They know we're here. Oh. Ja, so geht's auch. Aber wir sind so aufgeflogen, ja. Also so war das auf jeden Fall nicht. Schöne Schande. Versuchen wir es erneut. Ja, das wird ja wieder eine Aktion hier. Ich sehe es schon. Junge, Junge, Junge. Park it and don't let them spot you. Can you see me, Trevor? Ja, komm, sieh zu. So ein Depp. You wouldn't believe this, Ron. One of these assholes is having a seizure or something. That's me! That's me! No, I'm fine. Shoot! Well, get a move on! I'm moving! Just keep me covered, okay? Muss wahrscheinlich abwarten, bis der aussteigt aus dem Wagen, ne? War natürlich schön dumm von mir. Weil er dann mit dem Lenkrad auf dem Kopf lag. Laufen. Ja. Trevor. You want me to shoot you in the behind? Hurry up, will ya? Shit! I hear an engine! They're gonna see that guy you shot! Maybe if you shoot those lights on the tower, it won't be so obvious! Come on, man! There's one. And there's the other. Lights off! Lichter ausschießen, okay. Ja komm, steig aus, dann kann ich dich erledigen hier und dann geht's hoffentlich weiter. Kann ihn jetzt beseitigen, aber nicht, wenn er telefoniert, das fällt auf. If the man wants to pay his respects, I ain't one to cut that short. Don't joke! He's right there! Rub him out! He's gonna figure it! Take him before it's too late! He's gonna kill me, man! You should have seen the look on his face! Wait! A guy came out of the control tower! Get him quick! He's gotta go! And they all came tumbling down. Und da kommen sie noch. Bottom of the tower. Another guy's on his way. Clean da shot, einer. Trev. Another guy's coming out of the tower. Must be looking for the one you shot. Guy clocked the body. Take him out before he blabs. Ooh, down he goes. Der macht ja den Abflug. Get your sights back on me, Trev. I'm scared. Ja, komm, ist ja gut. I got you in my sights, so... Get a move on and plant that bomb on the gas tank. I'm on it, but there's a guy coming out of that building, I think. I can hear him. Gebäude. Shit! He's coming out the far door. Ah, hier. There's a second guy coming out of the building. Good kill, Trevor. Sniper-Gedöns hier, das geht mir auf den Keks. Mach, 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 Junge, mach. And whatever you do, don't hit the tank. Please, man. I think someone's coming. Shit. He knows I'm here. A bolt from the blue. Oh, Scheiße. Chopper, incoming. Erstmal ein Heli abschießen. Oh Mist.
Boom. Wir kamen hier. Ja. Oh, verdammt. Wo denn? Da ist einer. One dead biker is as good to me as another. Yeah, where were we? Oh Gott. Was für eine Steuerung. Shouldn't we go find the guys who came to the trailer? No, we should secure this fucking hardware. Take off once this runway. Oh god, eh. Kann doch nicht wahr sein. Clearing, you lazy fucking bum! Give up the guns and we can be friends again! Das ist so eine Mission, die mag ich ja wieder gar nicht leiden hier. Ja. Aber irgendwie geht das schon. Oh Gott, ey, lauf doch. Ach, ich soll da reinlaufen? Was nun noch? Ja, komm, machen wir mal. Besser nicht, soll hier fliegen. Oh, nee. Planes loaded up with crates, Trevor! Just like you said! The rest of the guns must be on the plane down the end of the runway. Come on, let's go, let's go! Ach so, okay, ich muss hier nur drauf hocken und schießen. Dann. Oh. Dann sagst du, boah. Ja, na klar, und jetzt fliegt er mit mir so, wie ich hier auf dem Flügel hocke oder was. Soll ich das andere Flugzeug fliegen oder was? Verdammt. Jetzt muss ich wohl fliegen. Na klasse, ey. Was ist Startgeschwindigkeit? Well, the man on my way presents no immediate danger. Sagen. I'll do my best to oblige you. He's still there! Und wie werde ich den jetzt los? Fahrwerk einfahren mit G, okay. Vergiss doch. I feel safe. Auch gut. There's only two places this kind of hardware is gonna go. And they are? Up north to our Canadian cousins. Hast du diese Steuerung hier, ne? Diesen Fliegen immer. Our other neighbors, those in the south. Mochte ich noch nie bei GTA. I assume you got all kinds of
schon seit Vice City nicht. Ich weiß nicht, ob es das bei GTA 3 auch irgendwie gab, aber naja. Why is it obvious? Spell it out for me before I order you to fly that plane into a mountain. Because of where you used to operate. Weren't you pulling scores in North Yankton and running cargo over the border? Oh. Yeah. Yeah, sure I was. Someone's out there and wants us to know it. You think it's the buyer? That's him. Let's do it. Ja, was nun? Wir hier irgendwie landen, vielleicht, oder? Militärstützpunkt. Ach, da war ja auch noch was. Oh Mann, hoffentlich ist das gleich vorbei hier. Ja? Ich mag diese Fliegerei nicht. Okay. Shipment successfully delivered, Ron. Now remember, you beat me to the airstrip, I'll butcher your carcass and wrap you in cheesecloth. Ein Rennen zum Flugplatz, ja super. Beat me and you'll see. I ain't a trained Air Force pilot like you. I can just about get where I'm going, but I don't got much choice over whether it's fast or slow. Then get better at it, or fly through a barn. Would a barn slow me down? Yeah, it might do. Or it might kill you instead. I'm just gonna fly normal, and I'll rely on you getting there quicker. You're braver than I thought. Keep low over the swamp, boss. So the guns are going to Mexico? Mexico, yep. Guy in the boat is Oscar Guzman. He's in with the cartels. Dann fliegen wir doch hier übers Wasser. This could be a way to expand the business. Like I hadn't thought of that. We might be able to buy into Oscar's thing, but leave that to me, Ron. I'm sorry to ask this, oh, man. But does your contact pay well for this kind of shipment? Ätzend. Mag das gar nicht hier. Bin eine Schwenke hier. Oh, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, Nutz. That's good to hear, man. We'll talk about the exact split when we're grounded, okay? Alright, T. Ja, um die Landebahn zu fokussieren. Ja, okay. Und was bringt mir das? Mit G das Fahrwerk ausfahren? Uah. Du Scheiße. Ja, das wird doch hier so nix. Ja, klasse. Nein. Das kann ja was werden, ey. Ein alter Versuch, ja. Darf ich jetzt direkt versuchen zu landen, oder? Shipment successfully delivered, Ron. Now remember, if na, you beat me to the airstrip, I'll butcher your carcass and wrap you in cheesecloth. Nochmal. Aber zum Glück nur ein Stückchen von dem Ganzen hier. Direkt die Steuerung verkackt gerade, ne? Beat me and you'll see. I ain't a trained Air Force pilot like you. I can just about get where I'm going, but I don't got much choice over whether it's fast or slow. Then get better at it, or fly through a barn. Would a barn slow me down? Military base coming up. Fly low. We don't want to show on their radar. Stay low over those wetlands, boss. So the guns are going to Mexico? Mexico, yep. Guy in the boat is Oscar Guzman. He's in with the cartels. Ja, das Militär soll uns nicht erkennen, das auch noch. Like I hadn't thought of that. We might be able to buy into Oscar's thing, but leave that to me, Ron. I'm sorry to ask this, but does your contact pay well for this kind of shipment? Muss doch nicht sein. Müsste echt nicht sein. Oh, he pays. Von so einem Ding da runterschießen irgendwie oder so ist ja in Ordnung, aber selber diese Fliegerei machen, naja. Das muss, wir wollen es ja weiterspielen.
Oh Gott, ey. Aber habe ich wohl geschafft, ne? Das Flugzeug in den Hangar abstellen, okay. Ja, das ist ja jetzt wie Autofahren hier. Zumindest hier jetzt von der Steuerung her im Spiel. Gut, gut. Hätten wir das. I think that was adequate restitution for my impotent rage statue. That was a mighty fine statue, Trev. That was a mighty fine piece of plastic shit. But there is no price for emotional attachment. I mean, you might forego your cut to alleviate my heartache. I might? Yeah, I mean, I will. Good idea. We don't have time to dwell on that now. Because we got more runs, Ron. If there is one thing that they need south of that big fence, it is guns! Trevor Phillips Industries! Okay. Managerial innovations! Unstoppable! Oh, that's right! Now go! I need to meditate. Muss meditieren. Or masturbate. Or both. Oder beides. Der Typ ist voll durch. Dieser Charakter geht echt. Teilweise geht er gar nicht und sonst ist er aber echt witzig. Für mich. Das ging ja jetzt gerade alles. Halleluja. So, da ist dieser irgendwo. Links von der Kamera. Ja, gekaufte Geschäftsimmobilien und so, ja. Was irgendwie in der Story auch anders ist wie im Online, weil im Online, ja, kann ich mir nicht mal eben hier so diverse Sachen kaufen, die ich mir in der, im Story-Mode kaufen kann, wenn ich dann das Geld habe hier im Spiel. Ne? Jo, und wie sieht's aus? 6 Brücken, ein Flieger. Ach so, drunter durchfliegen oder sowas wahrscheinlich, ne? Aber 80%, da kann ich doch mit leben, habe ich doch gut gespielt, obwohl ich das gar nicht so gut kann mit der Fliegerei. Das ist doch echt ganz nett. So, jetzt brauche ich einen Wagen eigentlich. Ja, hier steht keiner, ne? Ätzend. Doch, da ist so ein Offroad-Teil da. Damit kann man noch erstmal schön nach Hause fahren und abspeichern. Oldschool, wie sich das gehört in GTA. Und dann werden wir diese Folge erstmal beenden hier. Boah. Manchmal fahren diese Dinger sich alle irgendwie kacke, aber na gut. Das Ding geht aber schon mal besser wie dieser Quad, dieses Quad eben. Jojo, wie das so ist, ne? Na. Ja, ja. Oh, Trevor, dann leg dich doch mal. Dann leg dich mal eine Runde schlafen hier. Und dann haben wir auch schön gesaved. Aufgefallen ist, was ein bisschen doof ist mit mehreren Spielständen, dass er halt nicht sagt, jo, hier, das ist ein anderer Spielstand wie der andere, also, ne, dass man mehrere Story-Mode-Runden quasi so abspeichern kann, aber naja, gut, was willst du machen, ne? Speicher mal ab hier und dann ist cool. Jo, und dann sag ich mal, ja, bis bald, wenn es wieder heißt GTA 5 und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ich eher weniger, weil ich musste diesen anstrengenden Flug machen, aber naja. Gut, jetzt habe ich ihn hinter mir und dann geht die coole Story weiter. Bis dahin, haut rein.